Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu World of Warcraft Reborn mit Chewbone, Beinchen und mich. Und da hinten kommt auch noch eine dunkle Waldläuferin irgendwie durch Beinchen gelaufen. Das geht ja wieder prima los hier. Das arme Beinchen, das ist ihm bestimmt auf den Fuß getreten. Also auf einen Fuß, also, du weißt schon. Ich weiß schon. Aber ich mag Beinchen mittlerweile. Ich möchte, dass du nie wieder ein anderes Pet benutzt. Ich mag Beinchen auch, aber Beinchen wird bestimmt im Laufe der Zeit noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Ich suche gerade einen Briefkasten hier. Den finden wir dann bestimmt im nächsten Lager. Ich habe nämlich Post bekommen von Wishbone. Keine Ahnung, was da so drin ist. Wir werden es herausfinden. Wir sind auch hier, glaube ich. Wir sind ja noch an der Kommandozentrale der Verlassenen. Hier sind wir fertig. Hier haben wir nur mitbekommen, dass Crowley und Eva, zwei fiese Worgen, einen großen Gegenschlag gegen uns planen. Und außerdem ist auch Garrosh noch nicht ganz so happy mit dieser ganzen Sylvanas und ihre Valkyren-Sache. Da wird es auch noch hoffentlich weitergehen. Und ja, weiter geht's auch eigentlich jetzt dann gleich. Ja, gleich. So, ich habe übrigens noch einen witzigen Bug. Ich habe einen Speer, er zeigt mir aber zwei Speere an. Also aktuell trage ich drei Waffen. Siehst du das auch auf meinem Rücken? Ich sehe ein Schwert und eine Axt, genau. Zwei Speere und eine Axt sind bei mir. Von mir aus. Ich guck grad was. Na gut. Ich check mal. Ja, also irgendwie ist das gebuggt. Sehr wunderbar. Ich leg dich mal neu an. So. Hä, es ist immer noch ein Speer da. Warte mal, ich muss mich mal komplett... so. Jetzt habe ich immer noch einen Speer auf dem Rücken. Das ist irgendwie strange. Also irgendwie ist das ein stranger Bug. Aber vielleicht geht der noch weg, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich jetzt für ewig einen Speer mit mir rumtragen. Nicht so wild. Ich habe jetzt mal einen neuen Umhang angelegt. Das ist auch eigentlich also das Beste, was ich tragen kann. Als nächstes brauche ich einen Händler und vor allem brauche ich einen Briefkasten. Draki, wir müssen los. Ja, ich brauche auch gleich einen Briefkasten. Ich habe nämlich auch Post bekommen. Ich habe nämlich gerade bloß versucht, was nachzuschlagen, denn ich muss natürlich nachgucken, bevor ich tatsächlich zugebe, dass wir uns geirrt haben. Ich habe es aber an anderen Stellen auch schon nachgeschlagen, und zwar beim Lichkönig. Uns mehrere Leute in den Kommentaren quasi darauf aufmerksam gemacht, dass Arthas das Flüstern nicht schon auf dem Weg nach Nordend hört. Ich war ja der Meinung, der hat das Flüstern schon auf dem Weg nach Nordend gehört und ist dem dann gefolgt. Aber nein, tatsächlich war Arthas, als er nach Nordend ging, einfach nur wahnsinnig. Und das Flüstern hat er erst gehört, als er mit Muradin zusammen die Klinge aus der Höhle im Berg geholt hat. Was verlangt ihr vom Tod? So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Zu die Flotte des Kriegshäuptlings wissen wir nicht. Warte mal, eigentlich sollte er uns doch einen Ritt... sollte er uns da hinbringen. Einen Ritt spendieren, ne? Das macht er aber nicht. Warte mal, nö, er hat... Feinde im Übermaß. Na gut, dann geht das vielleicht doch nicht. Gut, dann müssen wir jetzt da... Oh, wir können ja auch diesen Seuchentransporter nehmen. Doch, beim letzten Mal ging das noch. Ich nehme jetzt den Seuchentransport hier. Das Grabmal, los geht's. Muss ich auf den nächsten warten. Ja, warte du mal auf den nächsten. Ich fahr los. Außerdem, also auf den nächsten, ich gehe Pflanzen, ich gehe Blümchen suchen. Außerdem will ich da gleich noch auf einen Kommentar eingehen, den wir bekommen haben, und zwar von Fred Clever. Fred Clever schrieb nämlich, dass er es blöd findet, dass jetzt Portale anstatt Zeppeline in Undercity, also im Brill, stehen. Und er führt das so ein bisschen darauf zurück, dass das den Leuten wohl zu lang gedauert hat mit dem Überflug und man jetzt deswegen da Portale hingestellt hat. Also ich glaube nicht, dass es daran lag, dass Leute sich da jetzt beschwert haben. Das halte ich jetzt nicht so für wahrscheinlich, weil wer beschwert sich wegen Zeppelinen? Die sind jetzt auch nicht so lange und es gibt ja auch ein bisschen Rollenspiel-Feeling. Die offizielle Begründung, dass da jetzt Portale stehen, ist, dass es Undercity in der Jetzt-Welt ja eigentlich nicht mehr gibt. Das erleben wir ja nur, weil wir hier in so einer Kauderwelsch-Version sind. Wie wir auch schon festgestellt haben, hier ist Garrosh immer noch der Kriegshäuptling und Sylvanas ist frisch aus Nordend mit den Valkyren zurück. Also hier ist noch nicht alles so mega ideal. So, ich hopp's hier mal runter. Ich glaube, wir sind schon längst zu weit. Fuck, ich bin zu weit gefahren. Egal, deswegen...
Glaube ich, weil normalerweise gibt es ja Undercity nicht mehr, dass deswegen jetzt halt die Portale stehen, weil sonst würden ja Zeppeline von einem nicht mehr existierenden Undercity nach Orgrimmar rüberfliegen und das würde nicht funktionieren. Jetzt haben einige Leute gesagt, ja, aber es wurde ja nur Undercity vernichtet, nicht Brill. Also, wie ich das mitbekommen habe, ist eigentlich ganz Tirisfal gerade so ein bisschen im Arsch, nachdem Sylvanas da die Seuche losgelassen hat. Dementsprechend, ja, ich glaube, das soll sich ein bisschen dadurch erklären. So richtig hundertprozentig weiß ich das nicht. Ich habe das ein bisschen nachrecherchiert. Ich bin ins Forum gegangen und habe mir das alles mal so ein bisschen durchgelesen, weil einigen Spielern ist es aufgefallen, hey, jetzt sind da plötzlich Portale, keine Zeppeline mehr. Liegt aber eben daran, dass es Undercity eigentlich nicht mehr gibt. Und Draki, wenn du den Grabmaltransport nimmst, dann auf jeden Fall zwischendurch aussteigen, denn sonst fährst du zu weit. Okay. So, ich bin dann jetzt auch hier. Genau, da vorne können wir eine Quest Und ich kann abgeben. mir natürlich schon vorstellen, dass es da so Mimi-Spieler gibt, die sich quasi beschwert haben zum Thema. Nee, wenn der Zeppelin dann weggeflogen ist, dann muss ich auf die nächste warten. Ja, also bestimmt gibt Oder es so die das. gleichen Leute, die auch sagen: Nee, das ist Was voll ist? unfair, weil Tauren haben längere Arme und deswegen haben die eine größere Reichweite und Sucht das geht nicht voll den gar nicht. Tod. Keine Arme, keine Kekse. Mehr sage ich dazu nicht. So, ich gehe jetzt hier erstmal zum Briefkasten, bevor ich die Quest abgebe und Level 14 werde. Wo kommt gerade der Typ mit den Leichen zurück? Vielleicht kommt ja dann auch gleich der Typ, der zum Grabmal fährt. Und zwar schreibt Wishbone: Hallo Knochenkeile, ich würde gerne in eurer Gilde mitspielen, auch schon im Hinblick auf die Classic-Gilde, die ja bald kommt. Ich bin Baujahr 68, aber jede Gilde braucht einen Gildenopa. Spiele seit Erscheinen von WoW und freue mich auf August, wenn es richtig losgeht. Da fühle ich mich wieder wie 35. Grüße, Wishbone, in Klammern Hartmut. Ja, Hartmut, erstmal vielen lieben Dank für deine netten Worte. Wir werden hier bald eine Gilde gründen. Also eigentlich brauchen wir hier bloß noch einen Namen. Den werden wir finden. Und ich glaube, da machen wir eine kleine Umfrage zu. Aber ihr dürft ja auch schon gerne, wenn ihr möchtet, in die Videokommentare eure Namensvorschläge für die Gilde Hornengilde. schreiben. Bitte? Für die Hornengilde. Ihr dürft für die Gilde, dürft ihr Namensvorschläge schreiben, die werden wir dann für beide Gilden benutzen. Mal schauen. Da bin ich ganz gespannt. Und dann sehen wir, wie das hier weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall toll, wie viele Leute Bock auf die Community haben. Hier haben wir jetzt ja schon 115 Spieler drin. Als wir angefangen haben mit der Videoreihe, waren da 30 Spieler drin. Das hat jetzt auch in den Livestreams Das waren ganz. eigentlich 30 Spiele, drei Spieler und ihre Twinks. Ja, wahrscheinlich. Das klappt ja auch in den Livestreams ziemlich gut. Da haben wir jetzt ja auch immer wieder Community-Mitglieder für Gruppen und so weiter mitgenommen. Und das bringt mich nochmal, euch daran zu erinnern, dass wir am Montag im Livestream um 20 Uhr einen Großangriff auf Ulduar starten, das zeitverzerrte Ulduar. Wenn ihr damit dabei sein wollt, seid einfach online, seid mit dem Stream. Ich werde das Ganze auch nochmal heute via Community-Tab ankündigen und freue mich auf rege Beteiligung. So, jetzt spreche ich hier mit Admiralin Hatchet, Kraft und Ehre. eine Orkin, mache mein Level ab. Der stählerne Donner. Wir brauchen uns von der Schmach dieser Niederlage wahrscheinlich gar nicht reinzuwaschen, Knochenkeile. Der Kriegshäuptling wird uns stattdessen alle hinrichten lassen. Ich will verdammt sein, wenn wir kampflos aufgeben. Obwohl der ganze Strand von Blutfangwogen überrannt ist, könnte noch Hoffnung bestehen. Ich möchte, dass ihr einen unserer Süßwassermatrosen zu dem Landesstrand genau westlich von hier begleitet und unsere Vorräte wiederbeschafft. Kehrt zu mir zurück, wenn der Süßwassermatrose nichts mehr tragen kann. Er bergt 5 Seebärenkisten. Vorwärts zum Ja, die Sieg. Story ganz kurz ist ja, dass Garrosh hat ein paar Truppen hierher entsandt, um Sylvanas zu unterstützen, Sylvanas. Und ja, die sind aber dann gleich von dem Worgen abgefangen worden, was ziemlich kurios ist, denn eigentlich sind die Kriegsschiffe sehr gut bewacht und mit sehr starken, fähigen Kriegern und haben auch sehr gut Ausrüstung und die Worgen haben eigentlich gerade nichts. Deswegen mal gucken, was sich da noch ergibt. So, Kriegsherr Torok ist der nächste hier. Was braucht ihr? Macht ihnen die Hölle heiß. Die Goblins sind schuld, Untoter. Hicks, wisst ihr, wir sind vom Bilgewasserhafen aus über Ashara
zum Silberwald aufgebrochen. Ein riesiger Fehler. In unserem gesamten Imperium habe ich noch nie einen sündigeren und schmählicheren Haufen erlebt. Diese verdammten Goblins haben uns zu jedem möglichen Laster verführt und uns mit Fässern voller Bier aufs Meer geschickt. Die Scham, die wir dafür empfinden, sitzt tiefer als jede Narbe. Unsere Ehre muss wiederhergestellt werden. Tötet die Blutfangwogen, die uns aufgelauert haben. Sie plündern gerade das Wrack im Südwesten. So. Also wir wissen jetzt, was hier passiert ist. Die Goblins haben ein paar Kisten Bier an Bord gebracht und ja, die kampftüchtigen Recken der Orks haben sich daran bedient und waren danach nicht mehr so kampftüchtig. Seid sicher. Soll vorkommen bei Biergenuss. Ich antworte gerade auf den Brief, den ich bekommen habe. Bin noch gleich wieder voll bei dir. Okay, magst du vorlesen, was da drin steht? Oder ist es nicht so wichtig? Also es ist einfach, der Rasum freut sich einfach und mag unsere Videos ganz toll und möchte gerne mit uns zusammenspielen. Deswegen antworte ich ihm jetzt gerade mit dem Community-Link. Ah, sehr gut. Gut, dann nutze ich die Zeit und lese Apotheker Wurmschmutz vor. Raus mit der Sprache. Unfaire Methoden. Habt ihr die großen, schwerfälligen Ettins gesehen, die durch die Wälder streifen? Die verfluchten Dinger kamen aus Geneast. Jetzt vagabundieren sie durch das Land und suchen ihre nächste saftige Mahlzeit. Wir haben es geschafft, einige von ihnen zu unterwerfen und sie nutzbar zu machen, um unsere Wagen zu ziehen. Aber die anderen, nun, sie müssen getötet werden. Leider können wir keine Soldaten erübrigen, um das zu erledigen. Da kommt ihr ins Spiel, Krieger. Ich habe einen Plan, aber dafür brauchen wir noch Materialien. Geht hinaus in die Wälder, die diese Basis umgeben, und beschafft die Organe kranker Tiere. Schon wieder. Ha? Beschafft 8 verseuchte Organe von ergrauten Riesenbären und tollwütigen Worgs. Also diesmal keine sauberen, diesmal bewusst dreckige Organe. Und Fips ist gerade auch wieder voll am Start, wie ich höre. Ja, geht noch. Geht noch, alles noch gut. Alles noch, also ein bisschen erzählt er aber jetzt nicht. Ich will ja eigentlich noch ein bisschen meinen Beruf vorantreiben, deswegen hoffe ich hier gerade auf eine Schmiede, aber irgendwie glaube ich, hier finde ich keine. Aber einige der orkischen Seebären sind hier noch ordentlich beschwipst, also mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich meine nicht, dass es am Ende eine Finte von den Worgen war, die mit Goblins zusammenarbeiten. Ich meine, Goblins machen ja alles für gutes Geld, sind ja aber eigentlich unsere Freunde. Aber gut, man hat doch als Ork schon Orks bekämpft und als Mensch schon Menschen. Von daher, ich nehme mir erstmal ganz kurz den Flugreitmeister und fliege eine Runde nach Brill, denn dort habe ich auf jeden Fall eine Schmiede und kann ganz kurz ein bisschen Kupfer verhütten und daraus Zeug herstellen. Ich habe nicht ewig Zeit. Bin ja auch generell gespannt, wie sich die ganze Story hier um Crowley und Eva weiterentwickelt. Ich glaube, zur Worgen-Geschichte kann man eigentlich nicht mehr sagen, als wir schon gesagt haben. Da bin ich gerade eher gespannt, wie jetzt Schattenfang aussieht, weil Schattenfang dürfte, glaube ich, umgeändert worden sein. Das ist nicht mehr das Original Schattenfang. Aber die Geschichte, die wir jetzt relevant erleben, ist die, die jetzt hier auch passiert in dem Gebiet. Ich glaube, man kann da durchaus schon, also man könnte, wenn man wollte, noch ein bisschen weiter ins Detail gehen bei den Worgen. Da müssten wir uns dann, glaube ich, wenn dann noch mal ein bisschen reinlesen. Aber ich sag mal, dadurch, dass Gilneas ja immer tendenziell am Anfang immer halt eher so eine, war in verbündeter Rolle gespielt hat, also jetzt keine führende Rolle, das haben wir letztes Mal ja schon festgestellt. Und interessant, die erste wurde, nachdem sie sich eingesperrt und mit dem Fluch infiziert wurden. Der ja durch die Druiden kam, durch die Nachtelf, das haben wir ja auch schon festgestellt. Genau, der durch die Nachtelf-Druiden kam mit ihrer Ilun-Sichel. Also wie gesagt, man könnte da mit Sicherheit noch ins Detail gehen, weil dann zwischendurch ja auch der Sohn von Graumene verschwindet und stirbt und so. Also da gibt es mit Sicherheit noch so Detail-Stories, die man dann als Worge vielleicht auch noch erleben würde. Du erlebst ja, finde ich, gerade so in den ersten Leveln eines Volkes immer auch so ein bisschen die Volkgeschichte, finde ich. Also irgendwann gehst du dann in diese große Azeroth-Geschichte.
in diese großen Sachen, die passieren, aber sowas so deine eigene Volkesvergangenheit ist sozusagen, das lernst du hauptsächlich so ein bisschen hier am Anfang, ne? So wie wir jetzt gelernt haben mit Sylvanas und den Walküren und so, sind ja Sachen, die erlebst du eher bis, ich sag mal, Level 30. Ja. Ja, das ist ja auch der die Zeit, in der die Menschen auf die Defias treffen, in der die Trolle die Echo-Inseln befreien und so weiter und so weiter. Ja, stimmt, da hast du definitiv recht. Also da müssten wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen vor allem die Worgen spielen, um da weiterzukommen. Aber vielleicht, und das ist ja auch immer so ein bisschen die Chance dieses Community-Projekts, könnt ihr ja auch einfach in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch an Infos habt, die ihr hier gerne mit zu beitragen wollt, das, was wir einfach aus Hordensicht hier noch nicht erklärt haben, was aber vielleicht trotzdem wichtig wäre, mit zu erwähnen. So, ich bin jetzt gerade hier im Brill und hier regnet es in Strömen. Na super, ich wollte auch gerade vorbeikommen, jetzt überlege ich mir das nochmal. Ich wollte doch an den Strand. Ich bin ganz oben. So. Ich kann neue Sachen lernen. So, wobei ich bin hier eigentlich ganz gut aufgehoben, weil für die nächsten Rezepte, mit denen ich hier mal ein bisschen kochen skillen könnte, müsste ich tatsächlich. Vertraut fischen. Niemandem. Ich hier irgendwo eine Angel her? Könnte ich ein bisschen angeln, solange du beim dich da umtreibst. Beim Gemischtwaren oder beim Berufelhändler? So, ich kann übrigens jetzt Zinn verhütten und ich habe. Warum läuft mir jetzt ein Ork hinterher? Der Ork läuft dir hinterher, weil er zum Dingsens gehört. Ach so, weil ich hier am Strand sammeln genau. soll. Genau. Ja, stimmt, I remember. So, ich muss jetzt noch ein bisschen feinen Faden kaufen, weil ich kann dir eine Kettenhose herstellen. Ein bisschen. Eine runverzierte Kettenhose. Die hat auch noch Werte drauf. Ich habe übrigens geschmunzelt. Ich habe so ein bisschen auch gesehen, Hallo? Das, was sollte ich? Aber nochmal die alten Kommentare ein bisschen reingeguckt, da bin ich auch über das Spiel mit Arthas gestolpert. Da haben sich auch Leute gewundert, dass du jetzt schon Platte trägst. Sieg für Sylvanas! So, warte mal ganz kurz. Ich kann ja auch runenverzierte Kettenstulpen herstellen, das kann ich auch mal machen. Wip. Muss ich sowieso machen, weil ich will ja auch weiterkommen hier mit meinem Beruf. Warte mal, wo habe ich denn jetzt meine anderen runenverzierten? Da, die Kupferhose. So, und jetzt brauche ich Faden. Was ist? Feinen Faden kriege ich hier aber nicht. Begrüßt den Schatten. So, magst du dich ganz kurz muten? Okay. So. Okay, jetzt einen feinen Faden her. Ich kann es in Anders City auf jeden Fall mal probieren. Da dürfte ich ganz gute Chancen haben. Da kriegt man ja immer noch mal bessere Materialien. Ich bin ganz Ohr. Aber ja, das habe ich mich auch schon gefragt, wie die das halt machen. Ich meine, du kannst ja, wenn du jetzt in Tirisfal bist, kannst du ja sozusagen in eine Vergangenheitsform zurückkehren. Das bietet dir das Spiel ja an, so für die Nostalgiker. Natürlich auch, damit Anders City jetzt nicht so weggeputzt ist aus dem Spiel. Aber eigentlich ist es ja nicht mehr da. Die Story darum, ja, das erfährt man dann erst weit im Battle for Azeroth. Ah ja, übrigens Heelbone schreibt gerade einen interessanten Post, nämlich es gab gerade einen Blue Post, das ist, okay, also es wird wohl aktuell keinen Stresstest mehr für WoW Classic geben. Also die Beta ist ja beendet worden, deswegen machen wir das Übergangsprojekt und es sollte ja eigentlich noch ein Stresstest kommen, bei dem die Spieler, also quasi alle, fast eigentlich alle Leute fast, über 2 Tage lang nochmal WoW Classic spielen können. Ich glaube, diesmal mit einem anderen Level und bis in ein höheres Level. Aber ist wohl gerade abgesagt worden. Ja, ich meine, das. Was will man da auch noch großartig testen? Ich glaube, so ein Stress, das ist dann eigentlich mehr so eine werbewirksame Beta, um nochmal die Spieler ranzuholen, weil richtig viele. Also, wenn sie jetzt noch Bugs finden sollten. Knapp einen Monat vor Serverstart, am 27.08. startet ja der Classic Realm. Wenn sie jetzt einen Monat vorher noch Fehler finden sollten, dann können sie es ja meiner Meinung nach eigentlich gleich sein lassen und sollten doch mal ein paar Monate Entwicklung dranhängen. Denn jetzt sollten sie eigentlich schon in der absoluten Polishing-Phase sein. So, ich brauche jetzt hier den Bedarf für Schneiderei, wenn ich feinen Faden möchte. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Und Darky, je nachdem, wie bei dir die Situation ist, musst du dich jetzt auch nicht dauermuten. Ich
glaube, bei Draki ist noch Vogel-Action. Bei einem bisschen. Es kommt drauf an, was du als Action bezeichnest momentan. Also ich bezeichne das, was die jetzt gerade machen, eher als, na gut, jetzt gerade nicht, eher als so putziges Schnattern, ne? Wenn die dann so. Ich hab genau das. So, feiner Faden. Braucht. Zweimal. Perfekt. Ich kann es mir sagen, wie ich wieder ausmachen muss. Ja. Das ist übrigens, dass ich die ganze Zeit mit dir geredet habe. WTF. Ja, das Ding ist, dass dein Mikrofon nimmt das natürlich nicht so wohlklingend wahr, sondern trimmt das halt ziemlich runter. Das heißt, die sind teilweise auch lauter als du. Krass. Und ja, das ist immer noch. Dann mache ich mich mal wieder aus, erstmal. Ja. Dann müssen wir versuchen, diese Folge bei dir so ein bisschen auf Standby zu machen. Quasi, wenn du mitreden willst, dann mute dich einfach. So, bap. Ach, ein Amboss, achso, der ist hier. Aber ich mache jetzt erstmal Items für Draki. Das ist doch auch immer schön. So, was können wir noch machen? Die runenverzierte Kupferhose, da brauche ich jetzt nochmal Kupferbahn. Ah, jetzt habe ich den feinen Faden gekauft und erstmal die Kupferstulpen gemacht. Na gut, dann gibt es jetzt halt die Kupferstulpen. Immerhin auch nicht schlecht. Na gut, muss ich noch ein bisschen Kupfer farmen, aber das ist jetzt ja nicht so schlimm und so schwer. Den finden wir ja relativ leicht. Dann komme ich jetzt wieder zurück, dann können wir jetzt anfangen, an den Quests zu arbeiten. Ich glaube, sollten wir alle drei diese Runde durchkriegen. Und dann sind wir ja auch bald Level 15 und könnten ja bald mal wirklich versuchen, einen Dungeon zu machen. Ich bin zwar eigentlich immer Fan davon zu warten, bis man die Dungeon-Quests hat. Also wenn man einfach den Dungeon aus Story-Sicht spielen will. Nicht, wenn man einfach nur rein will, um Items zu bekommen. Deswegen, aber wir können ja trotzdem mal reingehen. Ich hab Bock auf den Dungeon. Und ich hab Bock auf ein Schlachtfeld. Das können wir. Ah, stimmt, das wollten wir ja machen. Warte mal, ich kann ja mal anmelden. Zack. Was gut ist, weil ich mit dem Krieger echt null PvP-Erfahrung habe. Na, ich glaube, das ist jetzt auch von der Uhrzeit natürlich für die. Sonst versuchen wir mal abends aufzunehmen, weil dann ist das natürlich, dann sind die Vögel schon eher müde. Jetzt sind sie natürlich noch eher in ihrem Element. Aber es freut mich, dass so viele Leute sagen, dass sie das mit den Vögeln eigentlich ziemlich witzig finden. Ja, ich erinnere mich noch dran, wie Baby früher dann auf meiner Schulter saß, wenn ich Radio gemacht habe und dann mitgeschnattert hat. Aber Baby hatte auch ein bisschen eine tiefere Stimme. Das kam vielleicht dann nochmal ein bisschen anders durchs Mikrofon. So, Viertelstunde, sagt er. Ne? Das dürfte ja eigentlich noch voll in die Aufnahme reinpassen, zeitlich. Sehr gut. Also, jetzt können wir ja sowieso nur Warsong machen, weil Arati benötigt ja Mounts, Altarak benötigt auch Mounts. Also, ist für Mount mit ausgelegt. Deswegen. Ja gut, ich sag mal, auf unserer Stufe hat eh noch keiner einen Mount. Level 20, bald geht's ja los, ne? Dürfen wir nicht vergessen, da schiebe ich mir auch ein bisschen Geld dann vom großen Charakter rüber einfach, um ein bisschen finanziell hier nachzulegen. So, übrigens, wenn ich noch ein bisschen Kupfer finde, dann kann ich auch noch die Hose herstellen, aber aktuell hat es nur für die Stulpen gereicht. Es wird jetzt hier so eine Vorbereitungs- und Arbeitsfolge, ich sehe das schon. Nö, wir machen jetzt ja Quests, also. Jetzt dann doch noch. Ich bin gerade auf dem Weg nach Brill, weil ich dachte, du brauchst jetzt doch noch einen Moment. Ich habe doch gerade gesagt, ich komme jetzt zurück, dass wir mit den Quests anfangen können. Aber ich habe hier schon Kupfer gesehen, das ich abbauen kann. Ja, gerade eben hast du gesagt, wenn du Kupfer findest. Ja, aber Kupfer finde ich ja hier überall. Das ist ja. Ich bin ja noch nicht im Zinngebiet. Aber ich kann mal so anfangen, ein paar von diesen tollwütigen Bären für die Organe zu töten. Na, dann komme ich wieder zurück. Boah, das ist halt so geil mit Titan Grip. Immer noch echt eine meiner absoluten Lieblingssachen beim Krieger. Schön, zack, 2-2 Handwaffen. Auch wenn mir Boga erzählt hat, dass das so viele Krieger gar nicht so mögen. Meinte zumindest Boga, ich habe keine Ahnung. Finde ich das trotzdem witzig, einfach mit so zwei riesigen Waffen auf den Gegner einzuschlagen. Da finde ich mich drin wieder. Es wundert mich jetzt gar nicht so richtig. Was würde wohl Freud dazu sagen? Ist es der Penis-Neid? Für Freud war es. Kann ja nur, wenn, dann bei mir ziehen. Na, oder bei mir. Ich bin ja untoter. Ich glaube, mein Schwengel ist damals auch mit abgefallen.
Wäre möglich. Außerdem, Untote können sich ja auch nicht mehr fortpflanzen. Das haben wir ja. Ja, weil die Zellen tot sind. Wie soll denn bitte was wachsen in einem Körper, der schon tot ist? Hast du mal, hast du mal Chuckys Braut gesehen? Da haben zwei. Das will haben, ich gar nicht. Da haben zwei. Oder ist das eine Puppe? Da haben zwei Gummipuppen miteinander Sex und zeugen ein Kind. Also, ja. Das ist Magie, das ist was anderes. Also nur, falls du wieder mir erzählen willst, das sei hier alles nicht möglich, ja. Also, werte Frau Dracula, da seien Sie mal bitte ein bisschen aufgeschlossen. Guck. Wo soll ich denn gucken? Ach, da. Ja, ja, du hast Bär. Und Bär ist auch ein bisschen verfault, aber hey, das passt ja zu uns. Ja, ich finde das total geil, dass er so verfault bleibt, das, dann passt der voll zu mir. Dann passt das echt also, gut zu uns. Also, weil ist er dann untot und so. So, hier, für dich. Ich finde das voll cool. Jetzt wollen wir bloß noch einen schönen Namen für Bär. Ah, wo ich finde Bär cool. Kennst du noch Bär aus der Muppet Show? Hey, Bär. Ich mag. Bär ist einer meiner Lieblings-Muppets. So, warte mal hier. Ja, Charge. Okay, Bär im großen Bam. Blauen Haus, der hieß auch nur Bär. Aber vielleicht Big, finden wir ja noch Big schönes, Blue Bear in the House. Ich mochte den Bären im großen blauen Haus. Mein Bruder hat das immer geguckt. Ich mochte den auch. Ich mochte aber auch diese YouTube-Reihe darum. Es Nein, gibt ja, die war nicht schön. Doch, die war schön. Und man kann ja auch beides mögen. Aber es gab ja auf YouTube, gab es ja Big Blue Bear in the House. Und das war total witzig. So, jetzt haben wir eigentlich, ich habe jetzt fast alle Organe zusammen. Da ist auch nochmal Kupfer. Außerdem muss ich ja sowieso dir ein bisschen vorausleveln. Denn du durftest ja schon fast Level 15 sein. Aber nur fast. Siehst du, ich bin gerade erst Level 14 geworden. Wahrscheinlich werden jetzt die schlauen Leute in den Kommentaren sagen, Mensch, Yuga, die hätte auffallen können, dass sie schon Level 15 ist, weil sie schon ein zweites Pet hat, weil man erst ab Level 15 die ersten Skillpunkte bekommt. Ach so, oh, okay, du bist schon 15. Es werden die schlauen Leute in den Kommentaren jetzt schreiben. Ja, dann sind sie aber auch wirklich schlauer als ich. Das muss man ihnen lassen, du. Wenn Leute schlauer sind, aber schon, dass muss ich schlauer man ihnen das auch lassen. Immerhin haben wir jetzt ja noch einen zweiten Tank mit an der Hand. Ich bin echt gespannt, wie da ein PvP läuft. Wobei Warsong ist ja auch immer so eine Taktikfrage, ne? Ich meine, deft man jetzt, geht man raus, beschützt man. Viele lassen sich ja in der Mitte immer so in diesem, ja, der Mitte-Clash. Im Mitte-Clash immer so ein bisschen einfangen. So, ich glaube, ich habe jetzt genug Kupfer für dich zusammen. Ja, also, gut, aber ich sag mal, wenn 10 Hordler 10 Allies fangen, oder wenn 10 Hordler 12 Allies da in der Mitte fangen, dann lohnt sich das ja schon. Na, das stimmt. Vielleicht haben wir ja sogar einen PvP-Erfolg. Das wäre ja nice, so ein bisschen auch fürs Video. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir diese Blutfangplünderer. Ja. Müssen wir auch noch. Also hast du schon alle Organe oder? Ja, ja. Perfekt, dann können wir aufschließen und können uns um die Blutfangplünderer kümmern. Ja, ich kann nur zwei Tiere, fuck. Wolltest du gerade noch mal einen Wolf zähmen? Nee, eine Riesenspinne. Achso, oh, du hast doch schon eine. Ja, die ist noch größer und hässlicher. Hey, Beinchen ist nicht hässlich. Ich mag Beinchen. Sag ja nichts gegen Beinchen. Ich finde meinen fauligen Bären ja echt heiß. Ich finde das vor allem cool, deswegen habe ich den gezähmt, weil ich dachte so, mal gucken, ob der auch so bleibt, wenn man ihn gezähmt hat, weil manchmal bekommen die dann so ein leicht anderes Model. Ja. Und ich finde das halt sehr geil, dass der hier weiter so schimmlig und keimig bleibt. Ja. Sehr nice. Passt dann natürlich so zu mir. So, wo bist du jetzt eigentlich? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich bin schon Richtung Strand gegangen, weil hier ist immer mehr Kupfer. Hab mich irgendwie schon wieder voll vom Weg weglocken lassen. Und wo Kupfer ist, da muss ich einfach hin. Da kann ich nicht anders. Ist halt so krass, wie ich halt für den Gegner 50 Erfahrungspunkte kriege und für einmal Kupfer 280. Also Leveln durch Berufe geht richtig gut. Da weiß ich auch, wie das Double Agent immer so gut hingekriegt hat. So, muss aber auch sagen, dass die Fäulnis bei den Bären besser rüberkommt als bei den Wölfen. Also das hab ich mich besser gut entschieden, dass ich einen Wolf genommen habe. Du hast einen Bär genommen. Meine ich doch. Du hast dir einen Bären aufbinden lassen. Ich habe mir so einen Wolf hier angeguckt und bei den Bären kommt das echt besser rüber, weil die auch einfach ein bisschen breiter sind und man da so viel schöner die rausguckenden Rippen sehen kann.
Das ist nämlich ein eindeutiges Qualitätsmerkmal bei Tieren. Ja, wollte ich auch sagen. Wenn die Löcher in der Flanke haben und du die Rippen gucken kannst. Dann siehst du nämlich immer, ob die noch gesund sind oder ob sie gebrochene Rippen haben. Ja, das ist, also das ist... Oder ob sie vielleicht Magenverstimmung oder so haben. Kannst du mal gleich direkt nachgucken. Macht's den Bauern im Leben viel leichter. Ja. Und den Tierarzt. Wo ist jetzt eigentlich der Ork, der mit hinterher rennen sollte? Ich weiß es nicht. Vielleicht, aber wir können die Kisten ja looten. Vielleicht kommt hier der Ork, wenn wir die Kisten looten. Oh, ich habe gerade eine Kettearmschiene gefunden. Nee, ich kann die nicht looten. Die Kiste nicht? Nee. Dann sollten wir uns den Ork nochmal holen. Aber wir bringen jetzt hier erstmal um. Ja, ja stimmt, gut, das... Ja, die leuchten zwar, aber wir können die nicht angucken. Ja. Ich benutze gerade momentan ständig die falschen Zauber, weil ich Ich habe doch Armschienen für dich bekommen. Echo. Cool, kann ich mal anziehen. Siehst du, du levelst mir voraus und ich unterstütze dich sogar noch in puncto Equip. So, wo sind die denn jetzt? Ah, da. So, und der letzte von den Plünderern. Ich finde ja die Kampfanimation mittlerweile viel besser als im Classic. Da ist die Kampfanimation immer noch sehr steif. Hier ist alles schon echt extrem cool, dynamisch. Um auch mal was Gutes zu sagen wieder. So, aber ich finde es echt toll. Also auch viele Leute im Livestream haben gesagt, ich wollte noch warten, bis Classic kommt, aber durch eure Videos... ja, kann ich nicht warten. Ihr Schweine. Ja, kann ich nicht abwarten, muss ich sofort loslegen. Übrigens hat jemand in den Kommentaren auch mein Problem gelöst. Ich hatte es sogar zwischenzeitlich auch entdeckt. Aber trotzdem danke dafür. Es war nämlich auch tatsächlich die Lösung. Ich habe nämlich beim Suchen nach dem, was hier neu sein soll, ja, an den Mounts natürlich immer vorbeigeklickt, weil ich habe ja kein neues Mount bekommen. Aber weißt du, was mir die ganze Zeit angezeigt hat? Was denn? Dass meine Mount jetzt einen Ausrüstungsplatz haben. Ah, okay. Und ich bin da durch Zufall irgendwie mit dem Main drüber gestolpert und hab so gedacht, ah, fuck, stimmt. Lockta. Ah ja, ich habe anscheinend meinen Süßwassermatrosen verlegt. Habt ihr noch so einen? Raus damit. Sieht aus, als hättet ihr diese Worgen so richtig vermöbelt und die Scham von uns genommen. Na, siehst du mal. Für die Horde. Für die Horde. So, sollten wir auch bald den Invite kriegen. Übrigens, guck mal her, dieses mutiertes Buschhuhn. Ja, das habe ich vorhin auch gesehen, das ist voll lustig. Das mutierte Buschhuhn, WTF, ey. Ja. Hallo. Oh, jetzt hier. Nehmt diesen Käfigjägerin, darin befindet sich eins meiner mutierten Buschhühner. Mit einigen leichten Veränderungen. In dem Hintern des... Ja, das machst du jetzt weiter. In dem Hintern des Buschhuhns befindet sich eine Dynamitstange, die mit Schleim von den verseuchten Organen, die ihr mir gebracht habt, versetzt ist. Bringt den Käfig in den Wald und findet den Wald-Ettin, der dort herumläuft. Lasst das Huhn frei und lehnt euch zurück, während dieses Meisterstück seine Arbeit tut. Die folgende Explosion dürfte ausreichen, um den Ettin zu töten oder ihn so sehr zu schwächen, dass ihr die Möglichkeit bekommt, ihn zu erlegen. Okay. Ich meine, guckt euch mal dieses Tier hier an. Guckt es euch an, guckt ihm in die Augen und ihr seht, ja, dieses Tier hat eine Dynamitstange im Arsch. Oh Mann. Warte mal ganz kurz, ich muss jetzt was verkaufen, bevor ich die Quest annehmen kann. Mein Inventar ist nämlich voll mit Giraffen. Achso. Hilfe! Wunderbar, eine Dynamitstange im Arsch. So lebt es sich doch gut. Naja, so wie das Vieh guckt, nicht. Ja, ich glaube, das tut doch ein bisschen weh. Soll ich mal sagen, wie die Waffe heißt, die ich dann bekomme, wenn ich die Quest geschafft habe? Wie denn? Warte. Analpenetrator? Na, so ähnlich. Buschhuhn-Ferninjektor. Witzigerweise, ich bekomme platte Hände, sie heißen Hähnchen-Füllungsstopfer. Ja, dann komm, lass erstmal die Kisten sammeln, bevor unser Ork wieder abhaut. Seid gegrüßt. So, ich habe jetzt meinen erst jetzt dazu geholt. Achso, hab ich die Musik eigentlich an? System? Sound? Nö.
Dabei wollte ich mir doch angewöhnen, immer ein bisschen Musik anzuhaben. Oh, da ist nochmal Kupfer. Übrigens habe ich vorhin hier auch noch ein Gespräch mitbekommen. Das ist ja immer ganz niedlich. Manchmal unterhalten sich ja NPCs auch miteinander. Da sagte ein orkischer Seebär: Bei dem Anblick läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Warum ist das nur so groß? Ihr seid wohl bescheuert, wie ein Hühnchen so groß werden zu lassen. Wer macht denn sowas? Achso, da gab es sogar eine Antwort drauf. Die Verlassenen. Deshalb ist es so groß. Schaut auf seinen riesigen dummen Hals. Ich möchte es einfach erwürgen. Und dann hat der Apotheker geantwortet: Wagt es, mein Hühnchen anzufassen, und ich befördere euch im Schlaf ins Jenseits. Habe ich mich deutlich ausgedrückt. Ah ja, hier ist auch dieser Wald-Ettin. Der läuft hier so ein bisschen rum. Also ich werde ihn jetzt mal wegblasen. Nein, nicht machen. Ich will das auch sehen. Ja, dann musst du herkommen. Ich komm doch schon. So, bist du da? Lass das Huhn frei. Ich zünde die Kiste. Das Hühnchen rennt. Er macht irgendwas damit. Er hat sich geschnappt auf jeden Fall. 3, 2, 1. Das Hühnchen steht jetzt hier so ein bisschen rum und macht nichts. Und mein Ork ist irgendwie auch weg. Das klappt ja super. Nun gut. Mein Ork ist weg. Ist deiner noch da? Okay, also okay, wenn du die Kisten holst, dann zählt das für mich mit. Dann alles klar, dann hole ich mal schnell Kisten, bevor mein Ork auch wieder wegrennt. Genau, dann... Er ist wahrscheinlich dem Hühnchen hinterher. Oder das Hühnchen hat den Ork getötet. Ich kümmere mich darum, dass du nicht vom Worgen bedroht wirst. Nicht noch mehr, das ist Maximo, das ist zu viel. Gut, da müssen wir, ich muss ihn jetzt wohl zurückbringen. Ja, reicht doch auch, wir haben noch 5. Ja, na, ich muss ihn erstmal zurückbringen, sonst fällt er mir hier noch um mit seiner Kistenlast. Ja. Er jammert ihn nicht schon die ganze Zeit. Wobei mein persönlicher Favorit ist, das ist Maximo, das ist zu viel. Ich gebe mal meinen Ork wieder ab. Gib mal deinen Ork ab. Ich komme jetzt auch noch mit. Die Frage ist, kriegen wir jetzt noch einen im Wald ins Schlachtfeld? Aber wir sind schon von der Zeit drüber. Ich habe nämlich auch so ein bisschen die Folgenzeit im Auge. Dann müssen wir es in der nächsten Folge nochmal probieren. Genau. Wir nehmen doch jetzt eh direkt die nächste auf, dann lass doch laufen. Genau, jetzt bekomme ich erstmal einen Gürtel. In der Dunkelheit verlaufen. Einige würden sagen, dass wir Glück haben, am Leben zu sein. Diese Leute wären Idioten. Wenn wir gestorben wären, müssten wir uns nicht dem Zorn des Kriegshäuptlings stellen. Aber nun, was geschehen ist, ist geschehen. Jetzt müssen wir versuchen, unsere verlorene Ehre wiederherzustellen. Das dritte Schiff in unserer Flotte ist direkt vor der Huschdunkelküste nordwestlich von hier gesunken. Diejenigen, die es an Land geschafft haben, wurden von riesigen Spinnen der Gegend umzingelt und in Spinnenweben gehüllt. Wenn es dort Überlebende gibt, müssen wir sie befreien. Geht Knochenkeile auf ins Huschdunkel. Kraft! Mokra!
Die Netzhuscher-Bedrohung. Rache ist allumfassend, Knochenkeile. Unser drittes Schiff ist direkt vor der Husch-Dunkelküste nordwestlich von hier gesunken. Die Männer, die es von dem Schiff heruntergeschafft haben, wurden entweder gefangen genommen oder von den Netzhuscher-Spinnen der Region getötet. Dafür müssen die Spinnen sterben. Alle, begebt euch zum Husch-Dunkel und zermalmt diese Spinnen. Haltet Ausschau nach ihrer Matriarchin. Wenn wir sie finden, können wir diese Bedrohung vielleicht beenden. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Genau, ich will nur kurz da vorne ist auch noch mal einer. Dann hinter. So, diesmal kannst du ja das, die Hühnchenbombe zünden. Ich hab ja noch einen Huhn. So, wir sind eigentlich in Reichweite, oder? Ich weiß nicht, ich versuch mal noch ein bisschen näher ranzugehen. Okay. Hey, Eddie! So, jetzt mal ran jetzt hier. Warte. Nee, nicht draufgehen würde ich. Okay. Und machen wir ihn jetzt fertig. Wir müssen ihn ja bloß töten. Er hat Rüms gemacht. Na wieso? Hat er? Hast du das nicht gesehen? Ja doch, es gab Rüms, dann war er. Dann war er grün. Jetzt ist er tot. Jetzt müssen wir noch diese Spinnen hier töten und die Leute aus den Spinnenweben holen. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, wenn wir jetzt eh schon mal in die Richtung hier sind. Ja. Das ist gut, kriege ich ein paar Spinnenbeine und kann ein bisschen Spinnenkebab machen. Ja, Spinnenkebab. Wer wünscht sich das nicht? Ah ja, guck mal, wenn du die Seebären rettest, das zählt auch für mich. Das heißt, ich töte, du rettest. Aber da vorne ist noch einmal Kupfer, habe ich gesehen. Da oben. Ich gehe das Kupfer holen. Denn sonst ist mir die Draki einfach zu weit im Level voraus. Ich glaube, wir werden es mal so machen, dass wir jetzt auch zwischen den Aufnahmen irgendwann mal, dass ich mal versuche, da ein bisschen mit dir aufzuschließen. Fuck, ich komme hier nicht hoch, ne? Nicht so rum. So ein bisschen versuche, mit dir aufzuschließen, dass es nicht zu krass dann wird. So. Aber geh nicht zu weit weg von mir, weil sonst wird es hier nichts mit dem für dich mitsammeln. Du bist aus dem Sammelgebiet gerade raus. Ja, ich weiß, ich hole mir gerade eine Blume. Achso. Es ist nur giftig, wenn man es einnimmt, heißt die beste Sache tot. Also wenn ich meine Procs nicht habe, dann brauche ich echt lange bei Gegnern. Aber sobald ich einmal so ein bisschen procke, dann geht das hier richtig ab. Dann bin ich hier aber richtig gut unterwegs. Dann hier zapp. So, zapp, zrapp und Gegner tot. Ja, die Materialchen wird natürlich da in dieser Höhle da drin sein, gehe ich mal ganz stark von aus. Ich bin auf Rettungsmission. Mach das. Ich mache das, was ich am besten kann. Ich bin ein Krieger, ich töte. Sweet Chuck, wie lautet die Parole? Töte. Töte. Oh, die helfen uns auch beim Kämpfen. Na, sehr gut. Sind sie auch da hier, die alten Seebären. So. Ah, guck mal. Die Quest können wir jetzt hier beenden direkt.
Ja, okay, wahrscheinlich, wenn wir dann gleich die Materialien suchen müssen. Yes, genau. Ja, in der Höhle drin hier, also in der Mine. So, habe ich schon meine 6? Nee, habe ich noch nicht. Hier ist noch ein eingesponnenes Opfer. Doch nicht, ist nur ein Worg. Ah, du hast den letzten befreit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann lass uns mal zur Mami-Spinne reingehen. Dann sind wir auch Level 15. Sehr geil. Ja, warte, also wir kommen. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal, guck mal, guck mal. Oh Gott. Draki und ihre Fanboy-Armee. Der Ork hat gerade gesagt, lasst uns ein paar übergroße Spinnen töten. Das klang besser, als ich es noch nicht ausgesprochen hatte. Hier, guck mal, die sind so richtig schön hässlich, die Spinnen. Ich finde Spinnen nicht hässlich, ich mag Spinnen. Lockta. Du bist ja auch ein bisschen eklig. Boah. Spinnenpiepsen. WTF. Spinnenpiepsen wenigstens nicht. Das Piepsen ist so süß. Ja, und Spinnen sind auch so süß. Nein. Und wenn Pips da so sitzt und dann ein Küki was erzählen. Jetzt hat er geantwortet. Mach mich nicht nach, du blöde Kuh. Was, das klingt so süß. So. Ah, ich glaube, da oben ist sie. Wow, schön Evil Knievel Popievel hier. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Ja, dann rufen wir jetzt hier. Ich hab extra Seebären gesammelt. Ich weiß doch mal nicht, wo. Hier liegen tote Spinnen. Ich werde den toten Spinnen. Raki, du läufst in die komplett falsche Richtung übrigens. Bleib doch einfach da, wo wir gerade waren. WTF, wieso bist du denn weggelaufen? Bin ich ja gar nicht. Doch, wir waren ja hier und dann hast du kehrt umgemacht und bist weggelaufen. Vorhin war hier keine Spinne. Ja, die war ja hier oben. Die war hier oben und hat sich dann runtergelassen. Deswegen sagte ich, ach guck mal, das ist doch die Spinne, die da oben hängt. Ach so, dann, deswegen habe ich sie wahrscheinlich dann übersehen. Willst du sie nochmal machen? Willst du auf den Respawn warten? Nein, wir gehen jetzt. Jetzt raus aus dem Spinnengebiet hier. Jetzt mit meinen Kumpels weg. Gehst in die nächste Spelunke. Ja, klingt nach einer guten Idee. Einfach mal einen heben. Ah. Ich mache uns ein bisschen Spinnenkebab und dann gehen wir ein Bier trinken. So, ich würde sagen, wir machen dann jetzt auch noch die Quest abgeben. Ich breche jetzt hier auch mal ab, weil... Aber dann hätten wir das doch für die nächste Folge gleich mit rübernehmen können. Ja, und heute dann kein Pokémon Community Day. Verdammt, stimmt. Deswegen, der ist ja auch gleich. Der ist ja auch gleich. Deswegen lass uns doch jetzt lieber erstmal die Quests abgeben gehen. Das machen wir jetzt. Und dann in der nächsten Folge melden wir gleich am Anfang an. Und dann machen wir nächste Folge auf jeden Fall einen Dungeon. Da suchen wir auch die Leute. Aber die können wir leider nur kurzfristig suchen. Also bitte hofft jetzt nicht, dass wir hier irgendeine Info geben. Hey, wir machen jetzt den Dungeon. Weil wenn ihr das Video seht, wenn ihr dieses Video seht, haben wir den Dungeon schon aufgenommen. Aber wir werden das über die Ingame-Community regeln. Deswegen auf jeden Fall, wenn ihr Teil von solchen Aktionen sein wollt, meldet euch. Einfach also wieder online sein. Genau, seid online in unserer Ingame-Community. Da ist egal, in welcher Gilde ihr seid. Ist egal, auf welchem Server ihr spielt. Solange er in Europa ist. Und dann könnt ihr immer mitmachen. Und das freut uns, das finden wir toll. Ja, mehr gibt's da. Ich fühle mich ja schon viel sicherer mit so einer. Ja, ne? Das sieht echt witzig Wand aus. Wand aus Orks hinter mir. Das ist einfach wirklich so. Das ist echt so eine richtige Wand. Okay. Diesen Effekt haben übrigens auch Rocker in Amerika erkannt. Und es gibt eine Vereinigung, die Kindern, die, also hauptsächlich missbrauchte Kinder oder auch gehobte Kinder oder. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Auf jeden Fall können sich quasi Familienmitglieder da melden, wenn die Kinder Angst haben. Und dann ist immer einer oder ein ganzes Bataillon an Rockern bei ihm. Das ist witzig. Und ne, steht ihm bei. Das sind dann halt auch so Ork-mäßig Kerle von Ausmaßen her. Malen die sich dann auch grün an? Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht, kommt vielleicht darauf an, was für Vorlieben das Kind hat. Also so Fantasy-mäßig. So, ich werde mal ganz schnell hier abgeben. Was jetzt? So. Zack. Tschüss. Boah, Level up.
Stufe 15 erreicht. Und Draki ist jetzt 16. Was zur Hölle. So. Genau, ihr habt die Orks gerettet. Sehr gut, Dankeschön. Kraft. Ah ja, Dungeon freigeschaltet, Todesminen. Sehr schön. Und auch nochmal beenden. So. Alles klar bei den Orks. Nehmen wir nächste Runde an. Jetzt mal ganz. Oh, ich kann jetzt meinen ersten Punkt vergeben. Und ich möchte vergeben, eigentlich endlose Wut. Jedes Mal, wenn ihr einem Wutzustand in einen Wutzustand verfallt, erhaltet ihr 6 Wut. Frischfleisch, Blutdurst hat eine 15% höhere Chance, euch in einem Wutzustand zu versetzen und halt um 20% mehr Gesundheit. Oder Kriegsmaschine, eure automatischen Angriffe erzeugen 10% mehr Wut. Das Töten eines Gegners erzeugt sofort 10 Wut. Ich würde sagen, ich nehme Frischfleisch. Das macht für mich am meisten Sinn. Genau, in welche Dungeons können wir denn jetzt dann rein? Dungeon Browser, Flammenschlund und Todesminen. Ah ja. Okay, super. Dann, genau, bis Level 60, also kann jeder mit dabei sein, der bis Level 60 ist. Das skaliert sich dann schon rein. Okay, ihr lieben Leute, dann würde ich sagen... Ich glaube, viele Leute werden runterskaliert und nicht das Dungeon wird schwerer. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Dann nehmen wir auch die Quester an. Ich will das dann nur frisch vorlesen, weil es dann besser für das Storytelling ist. Und dann machen wir hier weiter. Stell dich mal ein bisschen hin, dass ich mich zu dir stellen kann. Ich stehe die ganze Zeit. Okay, sehr gut. Darfst dich in unsere Mitte mit reingesellen. Ja, das ist so typisch Draki. Draki hat dann immer irgendwann 200 Pets, deswegen macht auch PvP gegen Draki keinen Spaß. PvP gegen mich macht dir nur keinen Spaß, weil du schlecht bist. Wow, das war mal ein Diss. Und mit diesem wunderbaren Diss beenden wir diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr lieben Leute. Wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Runde. Nächste Folge, nächstes Glück. Und dann mit Dungeon, vielleicht auch PvP und anderen tollen Sachen. Und mit Draki und mich. Mich. Ciao, ciao. Und Fips.